Ich begrüße Sie sehr herzlich zum nächsten Abschnitt unseres Weges mit dem Markus-Evangelium. Markus hören, lesen, leben. In diesem Weggottesdienst hören wir vom Wirken Jesu in Galiläa. Jesu Zuspruch: Habt Vertrauen, fürchtet euch nicht, bildet das Zentrum seiner Botschaft als Gottes Sohn. Viele Menschen ermutigt diese Zusage und lässt sie selbst zu Helferinnen und Helfern für Notleidende, Arme, Bedürftige und Hungernde werden. Vinci-Werke und Caritas vertiefen in diesem Weggottesdienst mit Stationen in der ganzen Steiermark, was das Evangelium in ihrem Alltag im Einsatz für Benachteiligte bedeutet. Nahrung nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele zu sein. Beginnen wir diesen Weggottesdienst mit der Bitte, unsere Ohren, aber auch unser Herz möge sich für die Botschaft Jesu öffnen. Herzlich willkommen bei Markus Hören Lesen, heute in der Kapelle der Barmherzigkeit in der Pfarre St. Vinzenz. Hinter uns ein Tisch mit ganz unterschiedlichen Menschen. Menschen, die von weit her nach Österreich gekommen sind, Menschen, die arm sind, die sich an einem Tisch versammelt haben und die ein gemeinsames Zentrum haben, das auch auf diesem Bild sehr schön zu sehen ist. Christus, der mitten unter uns ist und mitten unter diesen Menschen. Heute, bei diesem Markus Lesen, Hören, sind die Caritas und die Vinci-Werke gemeinsam vertreten. Ich darf Georg Eichberger, Leiter der Servicestelle Region und Engagement, vorstellen, der gemeinsam mit den Vinci-Werken auch diesen Abend gestalten wird. Und ich stehe an der Seite von Nora Musenbich-Gerd Höttlin. Sie ist die Koordinatorin der Vinci-Werke und ich freue mich sehr, dass wir uns heute gemeinsam um diesen Tisch des Brotes, des Wortes versammeln, um das Wort zu feiern. Wir feiern dieses Wort heute hier in Graz, aber nicht nur. Wir machen uns auch auf in andere Teile der Steiermark und dürfen miterleben, wie Menschen satt werden können, was es heute heißen kann, Menschen zu speisen. So werden wir nach Schladming mitgehen zur Lebensmittelausgabe, die dort gemeinsam mit freiwilligen Mitarbeiterinnen ausgegeben wird. Wir werden nach Fronsdorf weiterreisen, wo eine oder zwei Caritas-Mitarbeiterinnen Pakete für Familien zusammenstellen. Und wir reisen in den Süden der Steiermark, in die Gegend von Leibnitz und Deutschlandsberg, wo spezielle Pakete für ganz besonders bedürftige Familien an Kontaktpersonen weitergegeben werden. Auch in den Vinci-Werken dürfen wir uns auf den Weg machen zu verschiedenen Orten, wo Menschen Nahrung bekommen. Nahrung nicht nur für den Körper, sondern auch Nahrung für ihre Seele. Wir werden mit dem Vinci-Bus, der Tankstelle menschlicher Wärme, unterwegs sein und dort auf Menschen treffen, die nicht nur ein belegtes Brot oder Tee bekommen, sondern auch ein offenes Ohr und ein offenes Herz. Und wir werden auch den Ort sehen, wo Menschen zu sehr günstigen Preisen Lebensmittel bekommen und wo sie auch angenommen werden, wo sie erzählen dürfen, nämlich in einem von unserer neuen Vinci-Märkte, im Grazer Vinci-Markt. Wir hören heute aus dem Markus-Evangelium die Kapitel 6, 6b bis 8, 26. In diesem Abschnitt machen sich zuerst
die Jünger auf dem Weg. Und diese Wegmetapher bleibt auch den ganzen Abschnitt erhalten. Die Jünger werden ausgesendet, um zu den Menschen zu gehen, hinzuhören, welche Nöte, welche Sorgen es gibt. Auch dies wird wieder deutlich, warum Caritas und Vinzi-Werke diesen Abschnitt auch haben. Dann kehren sie zu Jesus zurück und dort wird es auch wieder für uns sehr spannend. Die Frage, die Jesus seinen Jüngern stellt, stellen auch wir uns und stellen wir der Gesellschaft. Wie viel Brot habt ihr? Wie viel Brot habt ihr? Sie tragen das Brot zusammen. Jesus spricht den Dank und Segen und sagt den Jüngern, weist die Jünger an, teilt dieses Brot aus. Und die Legende sagt uns, die Perikope sagt uns, alle werden satt. So sehen auch wir als Vinzi-Werke und Caritas unseren Auftrag, in der Gesellschaft zu mahnen, zu bitten, aufzufordern, einzuladen, mitzuwirken dabei, dass Lebensmittel nicht verschwendet werden, dass Lebensmittel gut gesammelt werden können und zu den Menschen kommen, die sie wirklich brauchen. Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte. Er rief die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber an einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Der König Herodes hörte von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden und man sagte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia. Wieder andere, er ist ein Prophet, wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zur Frau zu haben. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte es aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. Wenn er ihm zuhörte, geriet er in große Verlegenheit, und doch hörte er ihm gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu dem Mädchen sagte, »Verlange von mir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich verlangen?« Herodias antwortete, »Den Kopf Johannes des Täufers.« Da lief das Mädchen zum König hinein und verlangte, »Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers bringen lässt.« Da wurde der König sehr traurig, aber wegen der Eide und der Gäste
wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Die Apostel versammelten sich wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen: Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht euch ein wenig aus. Denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen, so zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren, und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Und so lehrte er sie lange. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät. Schicke sie weg, damit sie in die umliegenden Gehöfte oder Dörfer gehen, um sich etwas zu essen kaufen zu können. Er erwiderte: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie sagten zu ihm: Sollen wir weggehen und für 200 Denare Brot kaufen und es ihnen zu essen geben? Er sagte zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Geht und seht nach. Sie sahen und berichteten: 5 Brote und außerdem 2 Fische. Dann befahl er ihnen, sie sollten sich in Mahlgemeinschaften im grünen Gras lagern. Und sie ließen sich in Gruppen zu 100 und zu 50 nieder. Daraufhin nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie diese an die Leute austeilten. Auch die 2 Fische ließ er unter allen verteilen. Und alle aßen und wurden satt. Und sie hoben Brocken auf, 12 Körbe voll und Reste von den Fischen. Es waren 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Gleich darauf drängte er seine Jünger ins Boot zu steigen und ans andere Ufer, nach Bethsaida, vorauszufahren. Er selbst wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von ihnen verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Als es Abend wurde, war das Boot mitten auf dem See. Er war aber allein am Land. Und er sah, wie sie sich beim Rudern abmühten, denn sie hatten Gegenwind. In der 4. Nachtwache kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und wollte aber an ihnen vorübergehen. Als sie ihn über den See gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und sie schrien auf. Alle sahen ihn und erschraken. Doch er begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Sie aber waren bestürzt und fassungslos. Denn sie waren nicht zur Einsicht gekommen, als er das Brot mit ihnen teilte. Ihr Herz war verstockt. Sie fuhren auf das Ufer zu und kamen nach Genesaret und legten dort an. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannte man ihn sogleich. Die Menschen eilten durch die ganze Gegend und brachten die Kranken auf Liegen zu ihm, sobald sie hörten, wo er war. Und immer, wenn er in ein Dorf oder eine Stadt oder auf einem Gehöft kam, trug man die Kranken auf die Straße hinaus und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt.
Die Pharisäer und einige Schriftgelehrte, die aus Jerusalem gekommen waren, versammelten sich bei Jesus. Sie sahen, dass einige seiner Jünger ihr Brot mit unreinen, das heißt mit ungewaschenen Händen aßen. Die Pharisäer essen nämlich wie alle Juden nur, wenn sie vorher mit einer Handvoll Wasser die Hände gewaschen haben. So halten sie an der Überlieferung der Alten fest. Auch wenn sie vom Markt kommen, essen sie nicht, ohne sich vorher zu waschen. Noch viele andere überlieferte Vorschriften halten sie ein, wie das Abspülen von Bechern, Krügen und Kesseln. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten fragten ihn also: Warum halten sich deine Jünger nicht an die Überlieferung der Alten, sondern essen ihr Brot mit unreinen Händen? Er antwortete ihnen: Der Prophet Jesaja hatte recht mit dem, was er über euch Heuchler sagte, wie geschrieben steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, sein Herz aber ist weit weg von mir. Vergeblich verehren sie mich. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Und weiter sagte Jesus: Sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft, um eure eigene Überlieferung aufzurichten. Denn Mose hat gesagt: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Und wer Vater oder Mutter schmäht, soll mit dem Tod bestraft werden. Ihr aber lehrt: Wenn einer zu seinem Vater oder zu seiner Mutter sagt, Korban, das heißt, Weihgeschenk sei, was du von mir als Unterstützung erhalten solltest, dann lass dir ihn nichts mehr für Vater oder Mutter tun. So setzt ihr durch eure eigene Überlieferung Gottes Wort außer Kraft. Und ähnlich handelt ihr in vielen Fällen. Dann rief er die Leute wieder zu sich und sagte: Hört mir alle zu und begreift, was ich sage. Nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Er verließ die Menge und ging in ein Haus. Da fragten ihn seine Jünger nach dem Sinn dieses rätselhaften Wortes. Er antwortete ihnen: Begreift auch ihr nicht? Versteht ihr nicht, dass das, was von außen in den Menschen hineinkommt, ihn nicht unrein machen kann? Denn es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus alle Speisen für rein. Weiter sagte er: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Jesus brach auf und zog von dort in das Gebiet von Tyrus. Er ging in ein Haus, wollte aber, dass niemand davon erfuhr. Doch es konnte nicht verborgen bleiben. Eine Frau, deren Tochter von einem unreinen Geist besessen war, hörte von ihm. Sie kam sogleich herbei und fiel ihm zu Füßen. Die Frau, von Geburt Syrophönizierin,
war eine Heidin. Sie bat ihn, aus ihrer Tochter den Dämon auszutreiben. Da sagte er zu ihr: Lasst zuerst die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, das Brot den Kindern wegzunehmen und den Hunden vorzuwerfen. Sie erwiderte ihm: Ja, du hast recht, Herr, aber auch für die Hunde unter dem Tisch fällt etwas von dem Brot ab, das die Kinder essen. Er antwortete ihr: Wenn du das gesagt hast, sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Und als sie nach Hause kam, fand sie das Kind auf dem Bett liegen und sah, dass der Dämon es verlassen hatte. Jesus verließ das Gebiet von Tyrus wieder und kam über Sidon an den See von Galiläa, mitten in das Gebiet der Dekapolis. Da brachte man einen Taubstummen zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm ihn beiseite von der Menge weg, legte ihm die Finger in die Ohren und berührte dann die Zunge des Mannes mit Speichel. Danach blickte er zum Himmel auf, seufzte und sagte zu dem Taubstummen: Ephata, das heißt, öffne dich. Sogleich öffneten sich die Ohren, seine Zunge wurde von ihrer Fessel befreit und er konnte richtig reden. Jesus verbot ihnen, jemanden davon zu erzählen. Doch je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Außer sich vor Staunen sagten sie: Er hat alles gut gemacht. Er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen. In jenen Tagen waren wieder einmal viele Menschen um Jesus versammelt. Da sie nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und sagte: Ich habe Mitleid mit diesen Menschen. Sie sind schon 3 Tage bei mir und haben nichts mehr zu essen. Wenn ich sie hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen. Denn einige von ihnen sind schon von weit her gekommen. Seine Jünger antworteten ihm: Woher soll man in dieser ungewöhnlichen Gegend Brot bekommen, um sie alle satt zu machen? Er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie antworteten: 7. Da forderte er die Leute auf, sich auf den Boden zu setzen. Dann nahm er die 7 Brote, sprach das Dankgebet, brach die Brote, gab sie seinen Jüngern zum Verteilen. Und die Jünger teilten sie an die Leute aus. Sie hatten auch noch ein paar Fische bei sich. Jesus segnete sie und ließ auch sie austeilen. Die Leute aßen und wurden satt. Dann sammelte man die übrig gebliebenen Brotstücke ein, 7 Körbe voll. Es waren etwa 4000 Menschen beisammen. Danach schickte er sie nach Hause. Gleich darauf stieg er mit seinen Jüngern ins Boot und fuhr auf das Gebiet von Dalmatien. Dann kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit ihm. Sie forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, um ihn auf die Probe zu stellen. Da seufzte er und sagte: Was fordert diese Generation ein Zeichen? Amen, das sage ich euch. Dieser Generation wird niemals ein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie, stieg in das Boot und fuhr ans andere Ufer. Die Jünger hatten vergessen, bei der Abfahrt Brote mitzunehmen. Nur ein einziges hatten sie dabei. Und er warnte sie: Gebt acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sie aber machten sich Gedanken, weil sie kein Brot bei sich hatten.
Als er das merkte, sagte er zu ihnen: Was macht ihr euch darüber Gedanken, dass ihr kein Brot habt? Begreift und versteht ihr immer noch nicht? Ist denn euer Herz so verstockt? Habt ihr denn keine Augen, um zu sehen, und keine Ohren, um zu hören? Erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote für die 5000 brach? Wie viele Körbe voll Brotstücke habt ihr da aufgesammelt? Sie antworteten ihm: 12. Und als ich die 7 Brote für die 4000 brach, wie viele Körbe voll habt ihr da aufgesammelt? Sie antworteten: 7. Da sagte er zu ihnen: Versteht ihr immer noch nicht? Sie kamen nach Bethsaida. Da brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn: Siehst du etwas? Der Mann blickte auf und sagte: Ich sehe Menschen, denn ich sehe etwas, das wie Bäume aussieht und umhergeht. Da legte ihm nochmal die Hände auf die Augen. Nun sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles ganz genau sehen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte: Geh aber nicht in das Dorf hinein. Nachdem wir jetzt diesen Abschnitt aus dem Markus-Evangelium gehört haben, möchten wir Sie auch noch zu einem Gebet einladen. Wir haben über Wunder gehört. Wir haben gehört, dass Jesus gemeinsam mit seinen Jüngern, aber auch mit vielen Menschen auf dem Weg ist. Wir haben von Nöten und Sorgen gehört. Und es gibt nicht nur eine Not, sondern es gibt viele Nöte. Und gerade am Anfang dieses Jahres möchten wir all diese Nöte auch in Gottes Hand legen und auch in dieses Gebet mit einschließen. Und er sah eine große Menge Volkes. Die Menschen taten ihm leid. Und er redete zu ihnen von der unwiderstehlichen Liebe Gottes. Und als es dann Abend wurde, sagten seine Jünger: Herr, schick diese Leute fort. Es ist schon spät. Sie haben keine Zeit. Gebt ihnen doch davon, sagte er. Gebt ihnen doch von eurer Zeit. Wir haben selber keine, fanden sie. Und was wir haben, dieses wenige, wie soll das reichen für so viele? Doch da war einer unter ihnen, der hatte wohl noch 5 Termine frei. Mehr nicht. Zur Not dazu 2 Viertelstunden. Und Jesus nahm mit einem Lächeln die 5 Termine, die sie hatten, die beiden Viertelstunden in die Hand. Er blickte auf zum Himmel, sprach das Dankgebet und Lob. Dann ließ er austeilen die kostbare Zeit durch seine Jünger an die Menschen. Und siehe da, es reichte nun das Wenige für alle. Am Ende füllten sie sogar 12 Tage voll mit dem, was übrig war an Zeit. Das war nicht wenig. Es wird berichtet, dass sie staunten, denn möglich ist, das sahen sie Unmögliches bei ihm. Wir danken Ihnen, dass Sie sich mit uns gemeinsam ein Stück des Weges gemacht haben. Wir laden Sie sehr herzlich ein, auch die weiteren Abschnitte aus dem Markus-Evangelium gemeinsam mitzugehen, gemeinsam mit dem, was wir hören und verstehen, zu den Menschen zu gehen und in seinem Namen seinen Auftrag zu erfüllen und zu wirken. Dazu bitten wir nun gemeinsam für uns und für die Menschen, die uns anvertraut sind, um den Segen. Ich wünsche dir Augen, mit denen du einem Menschen ins Herz schauen kannst und die nicht blind werden, aufmerksam zu sein auf das, was er oder sie von dir braucht. Ich wünsche dir Ohren, mit denen du auch die Zwischentöne wahrnehmen kannst und die nicht taub werden beim Horchen auf das,
was das Glück und die Not des anderen ist. Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt und der nicht verlegen ist um ein Wort des Trostes und der Liebe zur rechten Zeit. Ich wünsche dir Hände, mit denen du zärtliche Kosen und Versöhnung bekräftigen kannst und die nicht festhalten, was du in Fülle hast und teilen kannst. Ich wünsche dir Füße, die dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist und die nicht stehen bleiben vor den Schritten, die entscheidend sind. Ich wünsche dir ein Rückgrat, mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst und das sich nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht. Ich wünsche dir ein Herz, in dem viele Menschen zu Hause sind und das nicht müde wird, Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen. Dass dies alles in uns wachsen kann, dazu segne und begleite uns, der Gott, der uns liebt und uns in seiner Hand hält, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.